Leap Motion, so heisst eine neuartige Technologie, die der Maus Konkurrenz machen soll. Ein Bewegungssensor, den man an jeden Computer anschliessen kann und dann reagiert er auf Handbewegungen. Der Leap Motion Sensor erfasst die Ausrichtung und Bewegung der Hand inklusive allen fünf Finger. Das passiert sehr präzise und ohne spürbare Verzögerung. Ein schönes Anwendungsbeispiel für Leap Motion Technologie ist Google Earth. Das kann man ja zwar auch mit Tastatur und Maus bedienen, aber dort fehlt einem eigentlich immer eine Hand. Man muss dann zusätzlich Shift und andere Tasten drücken, um die Höhe zu ändern, den Ausschnitt zu wählen, reinzuzoomen. Das mache ich hier alles einfach mit einer relativ natürlichen Handbewegung. Ich fliege eigentlich hier einfach durch die Gegend. Jetzt probieren wir gerade schnell ein Radiostudio zu finden. Wir sind hier schon im Anflug. Hier sitzen wir eigentlich im Moment, wo wir das Video drehen, sitzen wir in diesem Raum hier unten. Und das ist schon etwas, das zeigt das Potenzial von dieser Bedienung sehr schön auf. Eine weitere Anwendung, die auf der Hand liegt, das sind Games. Was Xbox-Besitzer schon vom Kinect-Sensor her kennen, das geht jetzt auch am PC. Nämlich, dass man das Spiel direkt mit Bewegungen steuert, ohne Controller. Leap Motion Technologie überzeugt durch ihre Präzision und wie sie wirklich funktioniert. Man kommt sich tatsächlich ein bisschen vor wie bei Minority Report, wenn man hier die Fotos von seinen Freunden anschauen kann und so durchzoomen. Die Frage ist ein bisschen, was übrig bleibt. Bringt es wirklich mehr? Also eine Maus und eine Tastatur? In welchen Situationen ist die Technologie überlegen? Und dazu kommt, dass nach etwa 5 Minuten der Arm ziemlich müde wird. Also man ist dann schnell mal froh, man kann wieder Mäuschen und Tastatur brauchen. SRF Digital.